Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das letzte ist ein bisschen abrupter geendet, aber ich dachte, bevor ich nichts hochlade, mache ich das jetzt einfach so, wie es passt, weil ganz ehrlich, es passt halt nie perfekt und ich muss mir das abschminken, dass alles so wird wie früher und dass alles so schön strukturiert ist und perfekt gekleidet ist und bla 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 bla. It's not happening. Gestern ist er wach geworden und danach habe ich eine Stunde gebraucht, ihn irgendwann wieder schlafen zu legen, weil er wirklich einmal Pipi machen hat er geschafft zu schlafen. Also es war ein bisschen hart und deswegen konnte ich auch nicht mehr filmen oder vloggen oder so. Ja, und jetzt habe ich gerade gearbeitet den ganzen Tag, bin gerade draußen Fotos gemacht und ein Reel gedreht und so weiter für einen Kunden. Und das ist ein Kleid davon. Leider gilt mein Rabattcode nicht mehr, aber das ist von Peek & Cloppenburg. Ich verlinke euch das trotzdem mal. Ich dachte erstmal beim Auspacken, ist okay, so, ne? Aber es ist wirklich richtig schön. Von der Länge her auch sehr schön. Ihr seht das ja auch so im Spiegel. Und ich mag die Ärmel, die sind nicht zu aufgepufft und so. Ich finde es schon schön. Preis-Leistung war auch echt gut. Und das ist meine Mama quatscht den ganzen Tag. Und dieser Gürtel von Ralph Lauren, der ist auch richtig schön. Das ist nämlich so ein Wendegürtel. Das ist mit hellbraun und dunkelbraun. Finde ich sehr schön kombinierbar jetzt zu der Jahreszeit auch. Aber mag ich sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, da sind so Blätter drauf. Erkennt man die? Jetzt sieht man es. So ein schönes Muster mit drin. Ich weiß nicht, ob ich versuchen soll, die Pakete zu unboxen oder ob wir es lieber in Ruhe machen sollen. Aber ich kann es ja probieren. Ich kann euch ja weiter mal das Besteck zeigen, welches wir gestern für mich war es halt gestern und für euch ist es jetzt zuerst. Ich bin ein bisschen unsicher. Vielleicht habt ihr auch unter das Video schon was geschrieben. Ich glaube, es ist voll schön. Ich war erstmal unsicher, weil es so flach ist hier. Also es ist nicht ganz flach, aber es ist auch nicht so gewölbt, so wie ich es sonst kenne. Und es ist halt spülmaschinentauglich. Das fand ich sehr cool. Also glaube ich, ne? So, das stand auf jeden Fall in der Beschreibung drin. Lass uns das lieber mal nachsehen, weil das ist eine wichtige Info. Nicht biegsam, hitzebeständig und spülmaschinenfest. Ja! Deswegen, ich hatte das Gefühl, ich lasse uns mal kurz die Gabel angucken und die Löffel dazu. Oh, da sind so Mini-Gabeln noch mit dabei. Das ist ganz cool, das für Herbst-Winter-Deko, schöne Tischgeschichten. Die sind sehr dünn auch, also die fühlen sich nicht so schwer in der Hand an. Fühlen sich eher sehr leicht an. Dann die Löffel, auch sehr süß. Fühlen sich besser an als die kleinen Gabeln. Doch, das fühlt sich gut an, alles cool. Alles cool. Die Löffel sind ein bisschen schwerer. Dann haben wir noch große Gabeln. Oh, die mag ich. Die sind so richtig groß, würde ich sagen. Wisst ihr, was ich mit groß meine? Der Kopf ist so groß. Und große Löffel. Ich glaube, das ist cool. Also, ich fand auch Preis-Leistung sehr gut. Ich glaube, 35 Euro hat das Ganze gekostet. Genau. Ich habe es euch jetzt hier hingelegt, aber es scheint so ein bisschen dunkel. Hier könnt ihr das noch mal ein bisschen besser sehen. Also, es ist auch ein schönes Gold, ne? Da liegt es. Finde ich cool. Hallo. Ich dachte, du erzählst jetzt was. Meine Herzblume, hallo. Hallo, Tantis. Ich weiß nicht, ob es aktuell der Zahn ist oder so, aber er will halt gar nicht hingelegt werden. Deswegen habe ich gestern auch aufgehört zu drehen. Ich wollte mich nur umziehen. Ich wollte nur von dem Kleid in meinen Pyjama oder Hausanzug rein. Und es war echt tricky, mich da anzuziehen. Er hat aber auch gerade, wie gesagt, die Phase, in der er lernt, Mama, Papa können gehen. Und der ist jetzt ein bisschen... Mein Gesicht juckt übrigens immer noch voll, vor allem hier. Oh. Aber es ist viel besser mit dem La Roche-Posay. Und sonst mache ich eigentlich, was ich immer mache, ich mache mir jetzt mal noch ein bisschen Plankton-Elixier. Oder nee, jetzt gehen wir erstmal spazieren. Aber was mich total wundert, ich habe gestern ein Peek & Cloppenburg Gewinnspiel auf meinem Instagram-Account hochgeladen. Und das haben kaum Leute gesehen. Und auch meine Stories haben gestern kaum Leute gesehen. Das heißt, gestern war irgendwas mit dem Algorithmus, weil weniger als die Hälfte meine Stories geguckt. Und das ist ja nicht mal ein bisschen weniger oder so. Das heißt, irgendwas ist wieder da im Argen, obwohl ich gehofft habe, dass Herbst-Winter wieder so ein bisschen normaler wird. Ich hoffe auch übrigens, ich weiß nicht, ob das zu utopisch ist, aber dass irgendwann eine neue Plattform da sein wird, die Instagram und TikTok irgendwie vereint, sodass die beiden sich nicht mehr so rivalieren und wir darunter leiden müssen. Es geht los, wir gehen spazieren. Komm. So, die Kinder wagen jetzt aus. Unten auch noch einkaufen. Und wir sehen so aus. Das ist mein OOTD, bitte. Ich liebe diese Jeans. Die ist von Anna Johnson in Zusammenarbeit mit Peek & Cloppenburg Düsseldorf. Genauso wie dieser Sweater hier auch. Der ist auch richtig, richtig schön. Ich werde jetzt zu meinem Tattoo-Termin gehen. Ja, ich werde tätowiert heute. Und ich hoffe, dass ich das alles richtig geplant habe in meinem Kopf. Ich bin so, alles cool. Es wäre ja dann schon, also ich habe ja schon
Tattoos, deswegen. Ich habe aber noch eine Sache für euch, und zwar bekommt ihr gerade 500 € Gutschein geschenkt auf meinem Instagram-Profil. Also falls ihr da noch nicht mitgemacht habt, da haben noch nicht so super viele mitgemacht. Deswegen dachte ich, die Chance ist größer, wenn ich meinen YouTube-Girls noch Bescheid sage. Vielleicht könnt ihr auch euren Freunden Bescheid sagen, weil dann könnt ihr auch den Gutschein teilen. 500 € ist viel Geld und da kann man wirklich coole Sachen kaufen. Also zum Beispiel zweimal dieses Outfit oder so, ne? Schon voll cool. Ich mag auch die Jeans sehr gerne. Sie sitzt halt sehr locker und so richtig weit am Boden. Das mag ich. Nehme mir noch eine Tasche mit. Eine relativ große, weil ich werde einige Stative und so mitnehmen und Licht, damit ich dann halt auch filmen kann. Und ich habe das auch übrigens gerade so reingesteckt. Ich habe jetzt nur so ein Sloggy-BH an, deswegen hält es nicht so gut. Aber das sieht so richtig cool aus. Vielleicht noch ein Gürtel dazu oder auch nicht. Und ja, this is it. Dann let's go. Ich bin wieder zurück. Ihr seht schon auf meinem Arm was. Erstmal ganz kurz, das ist keine Animation für Tattoos. Ich bin 32, also ich werde jetzt 31 Jahre alt bin ich. Und ich habe wirklich meine Tattoos, die ich ganz früh gemacht habe, also mit 18 und was. Da bin ich zum Beispiel mit den Schriften überhaupt nicht zufrieden. Das ist so ein bisschen auf meiner Schulter so ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen dicker geworden und ich mag auch die Schriftart nicht und das Ding ist halt beim Lasern, kann es sein, dass es halt nicht weggeht und dass man unglaublich oft dahin gehen muss und es ist sehr, sehr schmerzhaft. Es kann auch sein, dass es direkt weggeht, aber bei einer Menschen, die ich kenne, so bei nur einer hat es geklappt. Das ist ein Tattoo. Also Tattoos sind tatsächlich Dinge, die man für immer hat und auch jetzt, obwohl ich sie gestochen habe, dachte ich mir so, okay, ich musste immer wieder zum Spiegel laufen und sagen, okay, es war wirklich gut, weil ich immer wieder so ein schlechtes Gewissen in meinem Rückkopf hatte irgendwie, weil es etwas Permanentes ist. Und deswegen überleg ganz, ganz gut. Ich würde vielleicht eins noch mit meinen Schwestern machen, aber ich glaube, die wollen es nicht. Also hier habe ich einmal, zeige ich euch jetzt die ich, aber eigentlich ist es so rum. Man hätte es auch andersrum machen können, wäre auch schön. Aber das ist mein Sternzeichen, das ist der Taurus. Wenn ihr sehen könnt, das Runde mit dem hier ist der Stier. Und das ist noch getoppt mit Olivenzweigen, die ich ja sehr liebe. Das ist noch sehr geschwollen und sehr dick und das hat auch wirklich sehr weh getan. Also ich muss sagen, das hier war am schmerzhaftesten, vielleicht weil die Blätter ausgemalt worden sind. Und wenn ich jetzt so stehe, dann sieht es einfach nur so aus. Also es ist von vorne auch gar nicht sichtbar oder so, sondern eher so von hinten. Ist auch nicht so richtig in your face. Dann haben wir noch eins, und zwar das Geburtsgewicht von Nile. Das sind 2870 Gramm, like this. Ich wollte es erstmal hier so seitlich haben, das war aber irgendwie nicht so cool, weil wann immer ich mich bewegt habe, hat sich das so mitbewegt. Und ja, das sieht jetzt ein bisschen dick aus, weil es jetzt halt noch geschwollen ist. Aber ansonsten mag ich das. Ich habe mir gedacht, dass ich das eigentlich, dachte ich in meinem Kopf, ich will es viel, viel kleiner. Aber als ich es dann darauf geklebt habe, fand ich das so sehr, sehr schön. Dann habe ich noch zwei weitere, die ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen kann, weil die an Stellen sind, die kann ich hier jetzt nicht so entblößen. Eins ist hier direkt. Und zwar habe ich Create, also das ist, wo es halt bedeckt ist und wo es keiner sehen würde. Und einmal eine Welle. Die Welle steht ja für Kraft und ich bin ja der größte Wasserliebhaber. Und Create ist wirklich, also ich habe schon um 10 meine erste Nähmaschine bekommen und Kissen genäht, um mein Studium zu finanzieren und so. Also und verkauft in der Nachbarschaft. Und kreieren oder kreativ sein war immer etwas kreieren und irgendwie zu erschaffen, war immer mein Ding. Und ja, werde ich immer lieben. Ein Produkt übrigens, welches ich aufgebraucht habe, welches ich auch sehr gerne mochte, war das hier. Das ist das Invisible Flawless, der Primer von, es ist so komisch, das dann zu sehen. Der Primer von Charlotte Tilbury. Der ist wirklich platt gemacht und ich mochte den sehr gerne. Also mit SPF 50 ließ sich unter dem Make-up perfekt auftragen. Mochte ich sehr. Genau, jetzt hole ich einmal die Pakete, weil ihr habt mich auch schon gefragt, Tara, kannst du bald weiter unboxen? Das ist eine spannendsten Stelle, hast du einfach einen Cut gemacht. True. Habe ich tatsächlich. Ich wollte es einfach nicht anders gehen. Aber wir machen weiter. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Wir haben einmal, das ist neu dazugekommen. Ich glaube, das ist mein Charger, kann es sein. Oh, das sind zwei verschiedene Dinge. Maya regt sich immer auf, wenn mein Akku eigentlich immer leer ist. Ich habe ja immer Babyphone laufen und ja, wenn wir dann unterwegs sind irgendwie, dann mache ich es auch an. Exposed. Deswegen, ja, ich brauchte so einen Charger. Ich habe ihn bei Kisu gesehen in der Story. Und Kisu ist echt, was Amazon angeht, ein Profi. Die findet Sachen. Da bin ich nie drauf gekommen. So, here you go. Das ist der iWalk. Nee, Walk. Doch, iWalk heißt der. Und es ist so okay von der Dicke. Und da kann man dann das Handy rein. Das ist eigentlich das iPhone, glaube ich, Anschluss nur. Die kann man auch dann gucken, wie viel Akku noch drauf ist. Da ist auch ein, oh, da ist nichts mehr kommt mit einem Adapter. Ich verstehe das schon, weil das einfach sehr viel Materialverschwendung ist und der Umwelt zuliebe und so weiter, verstehe ich das. Ich habe auch mehrfach Steckdosen mit USB-Eingang, aber es ist immer noch, es ist schon manchmal sehr nervig so, weil man dann immer neuen und neuen und neuen Adapter suchen muss. Naja, auf jeden Fall lade ich das gleich mal auf
Und dann kann ich das benutzen. Vor allem morgen bin ich in Düsseldorf auf einer Masterclass. Da kann ich das auf jeden Fall schon mal benutzen. Dann haben wir hier ein Longsleeve Bib. Das habe ich bestellt bei Amazon. Das ist von Lessig. Ich bestelle sehr gerne für Nile von Lessig, weil die wirklich tolle Sachen haben. Also deren SPF ist am höchsten. UV-Schutz meine ich. Und gerade bei Mützen zum Beispiel haben die einen Lichtschutzfaktor von 80. Das findet man sonst nicht. Und die Oberteile, Schwimmoberteile und so weiter von 60. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Kinder schützen vor Sonneneinstrahlung. Was ich im Urlaub teilweise gesehen habe, dass die Kinder wirklich in der prallen Sonne da. Also 5 Brände, Sonnenbrände erhöhen das Risiko für Hautkrebs um das Doppelte. Das ist nicht fair den Babys gegenüber. Man muss wirklich gegen die Sonne schützen. Wir Erwachsene müssen uns schon wirklich sehr um die Sonne schützen. Vor der Sonne schützen und nicht uns direkt in die Sonne setzen und sowas. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man Tageslicht, Sonnenlicht und sowas alles abbekommt. Gerade für die Hormone und so weiter, ne? Also ich könnte jetzt nicht in Finnland leben zum Beispiel. Aber ich setze mich nicht in die pralle Sonne und dann schon gar nicht mein Kind. Ja. Auf jeden Fall habe ich dort kaufe ich immer alles. Und das sind so Lätzchen, All-Over-Lätzchen. Wir wollten eigentlich anfangen mit der Beikost, haben uns dann doch entschieden, das Jahr nach dem Urlaub zu machen, wie ich erzählt habe. Aber ich hatte da schon die bestellt. Da sind jetzt so kleine Schäfchen drauf. Und einmal hier, das fand ich sehr schön, mit dem Pünktchen und dem Braun. Und da fällt es auch so praktisch rein. Und die sind ganz leicht. Ich glaube, die sind halt nicht so hart. Und hier mit so einem Gummibund, dann können die auch im Essen so das fühlen und motorisch auch da dran gehen und nicht jetzt tausendmal Klamotten wechseln. Ich hoffe, dass das schützt. Mal schauen. Aber ich will auch, dass er so reinpackt und so, ne? Und nicht das nicht anfassen und das nicht anfassen und so. Das ist nicht der Sinn der Sache. Das haben wir. Das behalte ich auch. Auf 40 Grad kann man die überraschen. Cool. Ich glaube, ich weiß, was hier drin ist. Wisst ihr noch, als ich mir unbedingt einen Brieföffner kaufen wollte? Unbedingt. Habe ich den ja bei Etsy gekauft. Ich habe den ja noch gravieren lassen mit Tara drauf und so weiter. Und jetzt ich ihn so selten benutzt, weil ich immer Angst habe, dass es kaputt geht. Macht ja auch keinen Sinn, dass er da einfach rumliegt. Das ist so seltsam, dieses Tattoo in meinem Armgelenk zu sehen. Wirklich gut überlegen, ne? Das ist was wirklich sehr Sichtbares, was ich hier gemacht habe. Also es muss schon klar sein, dass es nicht, also im Sommer oder so, ne, wenn man dann ein T-Shirt trägt oder so, es ist immer etwas, was man sieht. Und da muss man auch wissen, dass man da nicht irgendwie satt wird von oder sowas. Ich habe eine Kerze bestellt. Meine Yankee-Candle ist abgebrannt. Da habe ich mich ehrlich gesagt sehr darüber gefreut, weil irgendwann denkt man sich auch so, ist jetzt gut. Kann es auch mal leer gehen? Die halten echt super lang. Und ich habe mir jetzt eine Herbstvariante bestellt, die wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder angemacht wird, weil sie dieses Jahr gar nicht abgebrannt werden kann bis zum Winter. Und zwar ist es diese orangene, die Cheerful Candle Autumn Orchidas. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Orchid. So sieht die aus. Und die ist wirklich riesig. Und die halten wirklich ewig. Also das ist jetzt eine Zweidocht sogar. Ich finde, die Mehrdocht brennen immer besser ab. Und bitte auch nicht rumgeiern. Und einzeln die Dochte anmachen. Da kenne ich auch so ein paar Spezialisten, die meine Freunde sind. Weil das bringt nämlich nichts, weil die sind am Ende nicht gleichmäßig runtergebrannt. Das ist nicht so geil. Und deswegen, ja. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Die geben auch schon so am Anfang die ersten Wochen sehr viel Duft ab, ohne dass man die anmacht, indem man die einfach nur auflässt. Fragrance that makes you smile. Was absolut stimmt. Zwei leichtere Pakete. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Jetzt gucken, ob die schön sind. Ich wollte in meinen Kranz draußen einbauen. Eventuell schaffe ich das sogar heute. Ja, ich glaube, das ist cool. So sehen die aus. Die sind schon ein bisschen künstlich, ne? Aber ich glaube, das könnte cool aussehen. Ja, ich glaube, wir behalten die. Es gibt so Stellen in diesem Zimmer, da kann ich nicht irgendwie Kerzen hinstellen. Gerade hier hinter mir in meinem Schrank, wenn ich irgendwas drehe oder so, dann sieht es immer so doof aus. Irgendwie so für die Jahreszeit wäre das schon ganz cool, wenn ich was im Hintergrund hätte. Und ich möchte ja so ein Baby-Ausstattungsvideo machen, wo ich mich hier hinsetze und euch sage, was ich für die Erstausstattung brauche. Ich finde es sehr ernst, wie man sieht. Ich möchte, dass es eine schöne Atmosphäre hat. Ich werde dann eine Lichterkette hoffentlich, wenn ich dran denke, da reinbauen. Und ein paar Kerzen, weil ich finde, das ist so perfekt für diese Jahreszeit. Es muss irgendwie sein, dass Kerzen im Hintergrund sind. Und deswegen, ich habe mich jetzt für diese hier entschieden. Die sind so ein bisschen so. Ich hoffe, dass sie so aussehen wie auf den Bildern. Das ist schön. Ich mag das. Natürlich sind da keine Batterien drin. Boah, drei? Sonst kann man sogar mit einer Fernbedienung an aus, was ich auch sehr cool fand. Ja, das hat wenigstens eine Akku drin. Das sind insgesamt 3 Stück. Wirklich hübsch. Das wären jetzt die 3 Kerzen. Sieht schon cool aus. Mal gucken, ob ich unten diese ganzen Batterien zusammenkriege. Und das euch dann auch beleuchtet mal zeigen. Aber jetzt ist das Essen da. Ich habe es nicht geschafft zu kochen und deswegen hat mein Mann was geholt. Für mich Salat und Schnitzel. Ich glaube für ihn
Burger oder so, ich weiß nicht genau. Wir waren gerade beim Hüttpark, das ist bei uns so ein Einkaufszentrum. Und wir haben so ein paar Sachen gekauft, die will ich euch kurz zeigen, bevor ich sie in die Wäsche schmeiße. Weil Nayas Wäsche muss ganz dringend gewaschen werden. Ich beeile mich gerade, weil wir wechseln uns immer ab mit dem Schlafenlegen. Heute ist er dran. Und deswegen renne ich durchs Haus dann und mache halt alles sauber. Und so wechseln wir uns halt immer ab. Entweder der eine macht es dann sauber oder macht Essen oder was auch immer, was fehlt gerade. Ich muss eigentlich mal aufräumen, weil morgen kommt Gott sei Dank die Putzhilfe und hilft mir beim Putzen. Was ganz praktisch ist, weil ich bin gar nicht da. Und ja, würde sonst erst Samstag schaffen, richtig gründlich zu putzen. Sie ist der absolute Hammer. Auf jeden Fall, das hier ist einmal ein Body. Den habe ich jetzt bei H&M gekauft. Organic Cotton. You're my best friend steht da drauf. Wie süß das ist. Und Leute, wie schnell ist er bitte in der 74 gewachsen? Er war eine 44, hat er getragen. Eine 44. Könnt ihr euch das vorstellen, wie klein er war? Dazu die passende Hose. Das ist einfach so ein Chiller-Ding. Und eine passende Mütze. Fand ich sehr süß. Ich finde, H&M ist okay übrigens von der Quali für Babys. Ich weiß nicht, ich würde für den Preis irgendwie mehr erwarten. Das Set hat gekostet 9,99 €. Das war okay. Dieser Pulli kostet hier 12,99 €. Sorry, dass ich euch das jetzt nicht im Tageslicht zeigen kann. Aber sonst landet das in der Wäsche und dann ist es weg. Und dann haben wir noch diesen Strampler. Richtig süß, oder? Mit diesen Bärchen drauf. Der hat 17,99 € gekostet. Das finde ich schon ein bisschen fraglich für so einen Babystrampler. Aber auch stretchy. Ich glaube, das wird lange halten. Mit Taschen. Kann er mir sagen, was er da reinmachen will? Ich würde es gerne wissen. Wir haben bei C&A noch ein bisschen was geshoppt, weil die Schwester bald standesamtlich heiratet. Und da haben wir das hier gefunden mit dieser grauen Schleife. Deswegen sind wir losgegangen. Wir waren echt überall und haben dann erst bei C&A was gefunden. Das ist mit dieser grauen Schleife richtig süß. Das war ein Komplettset für 20,99 €. Und da war noch mit dabei diese Latzhose. So richtig süß. Deswegen, ich muss es jetzt heute schnell waschen. Genau, dann haben wir noch das hier. Auch sehr süß, da steht drauf Busy Growing. Das war aber zusammen mit diesem Lätzchen. Nee, Quatsch. Mit dem hier? Ja, mit dem hier war das. Und den beiden Hosen. Und so eine Hose dazu. Aber eine ganz normale Hose dazu. Muss ich wirklich sagen, das sind zwei fertige Outfits oder zwei so Hausdinger oder auch, keine Ahnung, das ist ein Baby, ne? Ich werde jetzt hier keine Jeanshosen jeden Tag anziehen. Aber für 20 Euro ist völlig okay. Klar, ich habe auch High-End dazwischen. Ich habe auch Burberry und Moschino und Fendi dazwischen. Aber es ist ein Baby. Natürlich trägt jeden Tag solche Klamotten, also nicht bei mir. Dann haben wir einmal das hier. Das war zusammen mit dem Lätzchen, welches ich euch gerade gezeigt habe. Und diese Hose. Das hat gekostet 16,99 €. Und ich finde auch, die Qualität fühlt sich viel besser an als die von H&M. Ich mag von H&M diese Hosen mit dem hohen Bund sehr gerne. Wie beim ersten Outfit die. Die sind aktuell ausverkauft in der 74, was mich sehr nervt, weil das ist auch so, wenn ihr gerade noch jüngere Babys habt und die noch Koliken haben, das ist wirklich Game Changer, wenn man da nicht so einen festen Bund nimmt. Dann haben wir so dickere Socken, die ziehe ich ihm gerne an für über seine normalen Socken, so wie praktisch Schuhe. Die kosten 5,99 €, weil so Schüchen und so, die fallen öfter ab. Und ja, die halten auch, finde ich, nicht so super warm. Deswegen, ja, ich mache das meistens so, dass ich ihm die Socken föhne, dass er schön warme Füße hat, weil er hat echt diese typischen Jungsfüße, diese klitschigen, kalten Jungsfüße. Und wenn ich merke, dass er ganz kalte Füße hat, wasche ich sie ihm einmal warm und dann föhne ich sie ihm auch, dass er so, muss schon aufpassen, dass sie die Temperatur gut halten können. Dann hier diese Füchse, auch sehr süß. Und was mich auch bei H&M aktuell sehr ärgert, ist, dass ich super lange warten muss. Also ich habe vor 5 Tagen oder so eine Bestellung gemacht. Die ist immer noch in Bearbeitung. Okay. Dann noch ein paar Socken, beziehungsweise 3 Paar Socken, auch sehr praktisch. Einfach diese dicken Socken, die haben 4,99 € gekostet. Das ist auch wie ich preistechnisch super. Auch Ökotest-Standard. Sehr gut abgeschnitten und so. Die haben wirklich tolle Baumwolle. Natürlich wird alles erstmal gewaschen. Manchmal kommt es vor, dass ich neue Sachen eben kurz trage und dann danach wasche. Was schon nicht gut ist für meine Haut. Da sind ganz viele Chemikalien mit drin und das sollte man nicht machen. Aber für Baby auf gar keinen Fall. Dann habe ich auch noch Bodies mitgenommen, was auch super praktisch ist. Das sind so 5er-Bodies und die kosten 17,99 €, was auch sehr gut ist vom Preis. Einmal hier dieser Wald-Style. Richtig süß. Da hat mich jetzt mein Schwager darauf aufmerksam gemacht. Der hat uns nämlich so ein paar Bodies geschenkt und ich fand die richtig gut. Das sind einmal hier diese grünen Katzen. Gucken, ob ich jetzt auch genug habe, ob ich die von H&M einfach wieder zurückschicke. Dann hier Mami. We love Mami. Dann die beiden. We love Nature. And then hier diese Waldtiere. Einmal so gestreift. Finde ich auch sehr süß mit diesem dunklen Grün. Ich mag ja dieses Sage-Grün aktuell sehr gerne. Und mein Sohn dann gefälligst auf.
Oh, ich habe gerade übrigens die Kommentare vom letzten Video gelesen und ich fand es richtig schön. Ich fand die Kommentare richtig nett. Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle Kommentare und auch dafür, dass ihr so, obwohl das so ein stinklangweiliges Video war, wo ich wirklich so manchmal echt gedacht habe, Tara, das ist nicht dein Ernst, was du da gerade filmst, war ich so dankbar und das hat mich so glücklich gemacht, wirklich. Ja, vielen Dank. Das ist einmal hier so ein dunkelgrauer mit so Monsterchen drauf. Bam, Day's Little Huggemonster. So einem Senfgelb, dann noch ein gestreifter. Und diese Gefängnisgestreiften, richtig süß. Dann einmal den hier. Hugs, please. Und dann diese Monsterchen. Genau, ich werde jetzt noch die Wäsche von oben holen und einmal seine ganze Wäsche eben waschen. Und danach seine Flaschen waschen. Ich freue mich, wenn diese Flaschenzeit vorbei ist. Ich finde, es ist so nervig, die Flaschen zu waschen. Das dauert 100 Jahre jedes Mal. Wie dem auch sei. Ich kann ja froh sein, dass es so Erfindungen gibt wie diese Nachtflaschen, die in der Nacht einfach auf diesem Wärmer stehen. Weil es war wirklich eine Katastrophe mit diesem Thermos-Geding und keine Ahnung. Es war jetzt macht er nur so und ich weiß schon Bescheid. Und dann kann ich direkt da drauf klicken. Dann klickt die Milch ins Wasser und fertig. Hier sind noch ein paar Pakete, die ich loswerden muss, Leute. Ich muss sie loswerden. Das Genifique ist hier. Ein ganz tolles Serum mit übrigens Vitamin C, was sehr gut ist für eure Haut. Dann zwei andere Finger. Mein Mann macht sich gerade Mantel. Die ich leider nicht essen kann. Sag, was du sagen wolltest. Putztücher muss ich einmal ersetzen und ich dachte, dass ich jetzt gelb nehme. Das sind die Vileda PVA Micro. Die sind super, auch für Fliesen und Co. Allerbesten Tücher. Die können auch auf 95 Grad gewaschen werden. Ah, unsere Adapter. Ha, wir haben einen Adapter verloren im Flieger und diese Dinger kosten 70 Euro. 70 Euro dafür, dass man einen anderen Aufsatz darauf machen kann. Und unser Jojo ist ja unser Reisebuggy. Und ja, wir werden immer von anderen Marken dann Wasser drauf machen. Und das kostet 70 Euro. People, spitzt eure Augen und Ohren. Bitte, wie cool. Guck mal. Ich kann es auf meinen kompletten unteren Rücken legen. Das ist geil. Ich frage, ob das so praktisch ist, wenn das mal mit Wasser gefüllt ist. Voll geil. Das kannst du einfach so an dein Fußende. Und dann musst du nicht die Wärmflasche von rechts nach links ziehen, sondern... Das ist besser als jedes Stillkissen, glaube ich. Gar kein Mann, ne? Nein. Und es sind 2 Liter passen da rein. Also so wie ein 1, was. Also so wie praktisch jede Wärmflasche, weil ich mal dachte, mein Gott, was soll denn da reinpassen? Es sind 2 Liter, so wie es wirklich in jede andere Wärmflasche passt. Ich freue mich so! Die wird heute eingeweiht, weil ich habe so Rückenschmerzen. Ja! Das sind Handtücher! Wehe! Ich sehe die einmal in der Sporttasche. Ich mag es nicht so gerne, wenn er die mit zum Sport nimmt. Dann legt er die auf die Geräte und so. Auch wenn ich die wasche, die haben danach so einen Sportgeruch. Mag ich nicht. Ein wunderschönes Taub. Richtig schön. Es tut mir so leid, dass es jetzt gerade dunkel ist. Aber es gibt schon generell die Farbe wieder, wie sie es wirklich ist. Das ist die Poolside-Kollektion von Möwe. Und deren Handtücher sind wirklich sehr langlebig. Davon habe ich so 2 Sets bestellt. Kann ich direkt gleich mal in die Wäsche schmeißen. Da sind noch so ein paar kleinere Handtücher mit dabei. Die sind ganz gut, glaube ich, für oben, fürs Gästebad. Ne? Da haben wir ja immer noch diese 2 weißen. Dann sind da so ein paar mittlere, unsere Bäder. Dann sind da so Waschlappen mit dabei. Die sind gut für Nile auch. Schrubbi. Cool. Excited. So, das ist mein Low-Carb-Teller. High-Fat, aber echt High-Fat eigentlich. Aber ja, das ist jetzt, was wir für mich hatten, ehrlich gesagt. Guten Morgen. Ich bin in Düsseldorf angekommen. Oh, ich habe einfach 1 Stunde gebraucht. Aber ich freue mich sehr. Ich bin mit Sephora. Ha, da ist Sephora direkt. Oh, das neue Prada Paradox. Ich bin sehr gespannt, wie das riecht. Ich glaube, ich werde mal daran riechen. Auf jeden Fall bin ich mit Natasha Denona bei Sephora zu einer Masterclass, die auch frei ist. Das habe ich auf Instagram erzählt. Wer da kommen wollte, kann da gerne hinkommen. Und da gibt es eine Masterclass und dann schminken wir uns und dann gucken wir mal, wie das alles aussehen wird. Gott, hier einen Parkplatz finden, ne? Ich sage dir. Ach, haben wir noch ein Parkhaus gefunden. Echt, Düsseldorf und Köln, katastrophal zu parken. Jetzt haben sie ja noch super viele Parkplätze dazu weggenommen, die so öffentlich waren draußen, also zumindest in Köln ganz viel, auf der Aachener Straße ganz viel und so. Naja, it is what it is. Ich muss ganz dringend pipi und ich habe ein Kleid an von H&M und so ein Unterkleid an, das rutscht die ganze Zeit hoch, voll nervig. Ich habe gestern übrigens eine von euch gesehen im Hürth Park, die hat nur gesagt,
Hi und so, ne? Und dann hat mein Mann nur gehört, wie sie gesagt hat, oh, das war Tamtam oder so, ne? Ich habe gedacht, dass sie einfach das süß findet, wie ich mit Nile spiele, weil er war auf meinem Arm und ich habe mit dem gequatscht und sie hat dann so gelacht und ich dachte so, das ist einfach ein Mädel, das ganz, das ist süß findet. Und er so, nein, das war einfach eine Followerin. So, da steht Maya. Okidoki. So, dann muss ich jetzt ganz schnell parken, bevor ich mir noch Pipi in die Hose mache. Leute, ich sag's euch, ich will jetzt nicht zu laut reden, klopf auf Holz. Alle, die ihr gerade Holz vor euch habt, auch mal klopfen. Ich pack gut. Letztens hatte ich so einen großen Wagen und dann stand da wirklich schon ein Typ, hat geguckt, ob ich das schaffe einzupacken. Mit einem Schwung natürlich habe ich es geschafft. Morgen! Und dann ging die Tür nicht auf. Tatsächlich in einem unserer Stores eine unserer Make-up-Ikonen bei uns zu begrüßen, und zwar die Markengründerin, Markenfounderin Natasha Denona herself. Wo ich so die Texte gemacht habe von meinen Lieblingslidern von verschiedenen Paletten. Go Tavani. So einfach. Show me your look, show me your look. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, 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 wow. Sephora-Event fertig, Tara und ich erstmal geshoppt. Ja. So, du so Bauch. Wir haben erstmal geshoppt. Wir haben erstmal ein Kind geshoppt. Ich habe im letzten Video gesagt, Tara kriegt ihr ein Kind. Ich darf euch noch nicht sagen, was. Bald erfahrt ihr es.